So, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel gestern in Oldenburg und vor dem nächsten Champions League-Spiel in Ljubljana. Die Ereignisse überstürzen sich natürlich in diesem Moment und wenn ich das jetzt so extra betone, dann ziele ich darauf hin ab, dass wir gestern eine ziemliche Odyssee hatten, bis wir erstmal in Oldenburg angekommen sind. Zuerst mal ist unser Bus kaputt gegangen. Wir mussten auf einen Ersatzbus warten. Danach kommst du noch in einen Vollstau. Musst ewig umfahren und das Spiel wird dann verlegt. Das heißt, wir haben sogar die Besprechung noch im Bus selber gemacht und sind dann natürlich in ein Spiel rein, wo du weißt, Pokalsieger gegen deutsche Meister, dass das keine einfache Aufgabe ist. Es ist sicherlich schwierig, in Oldenburg zu spielen, in Oldenburg zu gewinnen. Wir wissen, wie kampfstark und wie schnell Oldenburg spielen kann. Und ich muss sagen, dass ich sehr glücklich bin, dass die Mannschaft da die richtige Antwort gegeben hat. Und mit diesem Ergebnis von 36 zu 25 bin ich natürlich mega, mega glücklich. Es war die richtige Antwort auf unser schlechtes Champions League-Spiel. Ich muss zurückblickend nochmal sagen, dass ich nach dem Champions League-Spiel sehr enttäuscht war. Wir haben uns über absolute internationale Härte, grenzwertige Härte, den Schneid abkaufen lassen. Die Kroatinnen haben bewusst auch Zeitstrafen in Kauf genommen, um uns da so ein bisschen den Spielfluss und auch vielleicht auch ein bisschen den Mut aus unserem Spiel zu nehmen. Wir haben diese Niederlage allerdings selbst verschuldet, gar keine Frage. Wir haben in der Anfangsphase viel zu viele klare Chancen liegen lassen. Und danach, als wir dann das Gefühl hatten, beim Stand von 13-12 für uns das Spiel gedreht zu haben, zu viele technische Fehler gemacht und dadurch einen schlechten Start in die Champions League gehabt, weil du musst, um in diese Gruppe anzukommen, musst du einfach das erste Heimspiel gewinnen. Das tut richtig weh, das kann uns noch auf die Füße fallen, aber dazu komme ich noch später, wenn wir dann vorausblicken Richtung Ljubljana. Zuerst mal hatten wir sicherlich gestern Abend die schwierigste Aufgabe von den drei Meisterschaftskandidaten. Wenn ich jetzt Wittig, Herr Metzing und uns als die drei Meisterschaftsfavoriten einschätze, hatten wir sicherlich in Oldenburg mit Abstand die schwerste Aufgabe des Abends. Und das hat die Mannschaft mit der richtigen Antwort, wie schon erwähnt, mit großer Bravour gelöst. Wir waren bereit, wir hatten Antworten. Wir mussten gezwungenerweise taktisch drei, vier Sachen umstellen, zum Beispiel sehr viel auf das 7 gegen 6 spielen, weil wir die Manndeckung gegen die Wetter vermeiden wollten dadurch. Und das hat die Mannschaft hervorragend getan. Wir haben das sowohl vom Angriffsverhalten her sehr, sehr gut gelöst, sind da immer zu klaren Torchancen gekommen, hatten auch gestern in der Anfangsphase wieder fünf ganz klare. Und da hat man dann doch den Unterschied auch zur Champions League gemerkt. Während uns das in der Champions League auf die Füße gefallen ist, konnten wir das gestern dann kompensieren. Ich fand es sehr gut, wie die Mannschaft dann speziell in der zweiten Halbzeit agiert hat, wo wir dann gemerkt haben, es funktioniert, es läuft, sind wir immer weiter weggezogen. Ich konnte dann allen Spielerinnen auch Einsatzzeiten geben, da freue ich mich, weil ich doch auch will, dass zum Beispiel eine Saskia Lang jetzt immer wieder auch auf Rückraum links eingesetzt wird. Auch Jovanna muss ihre Spielanteile auf der Außenposition kriegen. Mit Trish müssen wir noch viel arbeiten, dass sie da wirklich auch ihre Qualitäten, die sie zweifelsohne hat, bei uns einbringen kann. Da brauchen wir vielleicht noch ein Stückchen auch Geduld. Aber im Endeffekt haben gerade die beiden Jungen mit Emmy und Alice die richtige Antwort gestern gegeben. Aus meiner Sicht beide sehr, sehr gut gespielt. Und wir hatten aber auch die Antwort in unserer Abwehr auf das 7 gegen 6 von Oldenburg. Da haben wir die Bälle uns erkämpft, haben uns die Bälle dann auch erarbeitet, haben auch einen ins leere Tor gemacht. Aber in erster Linie war es mir wichtig, das zu verteidigen, weil sie das ja ein bisschen anders spielen mit diesen drei Kreisläufern. Sehr interessant, finde ich übrigens sehr gut. Und dann mit 11 Toren Unterschied zu gewinnen, ist eine wunderschöne Sache. Damit würde ich sagen, nach 4 Spieltagen, 2 Heimspiele, 2 Auswärtssiege, muss man sagen, dass der Start in die neue Bundesliga-Saison gelungen ist. Damit bin ich sehr, sehr zufrieden. Wenn man dann bedenkt, dass wir erst um 5 Uhr heute Morgen zu Hause waren, ist das natürlich jetzt heute ein absoluter Regenerationstag. Da müssen wir auch aufpassen, dass wir die Mädels einigermaßen wieder fit kriegen. Darum ein Dank ans Reha-Zentrum hier am Urbicher Kreuz. Die Chefin Frau Dr. Gansen hilft uns da immer wieder, dass wir auch jetzt heute die nötigen Behandlungstermine kriegen, um die Mädels wieder auf die Beine zu bringen, weil nach so einem intensiven Spiel die eine oder andere dann doch eine leichte Blessur hat. Und damit wir dann, ja, morgen früh um 5:30 Uhr geht es dann schon wieder los Richtung Ljubljana. Was ich sehr, sehr schade
finde, und da habe ich mich gestern auch ziemlich aufgeregt, muss ich sagen, ist die Tatsache, dass man dann noch in Oldenburg eine Dopingkontrolle hat. Das finde ich absolut verantwortungslos den Mädels gegenüber, und nichts falsch verstehen, ich habe nichts gegen Dopingkontrollen, die können zu jeder Trainingszeit kommen, zu jeder unangemeldeten Uhrzeit, aber doch bitte nicht, wenn wir Deutschland international vertreten und gerade sowas von in einem Stress sind, in englischen Wochen, dann bei einem Auswärtsspiel unter der Woche in Oldenburg dann noch eine Dopingkontrolle, die uns nochmal zwei wichtige Stunden der Regeneration kostet, weil man kennt es ja, wenn man dann soll, funktioniert es nicht so, wie sein soll, dadurch verlierst du noch enorm Zeit, und es wäre schöner gewesen, wenn wir die zwei Stunden dann nochmal regenerieren hätten können. So waren wir, wie gesagt, erst um 5 Uhr heute Morgen zu Hause, und wenn man bedenkt, dass wir morgen gleich wieder um 5.30 Uhr mit dem Bus Richtung Ljubljana aufbrechen, zu einem Spiel, in dem wir schon enorm unter Druck sind, weil wir müssen das realistisch sehen, danach kommt zweimal Győr, und wenn du in Ljubljana verlierst, gegen Győr wirst du nichts gewinnen können, das heißt, dann stehst du plötzlich vielleicht mit 0,8 Punkten da, und damit ist die Gruppe in weiter Ferne gerückt, was da das Weiterkommen betrifft. Das heißt, wir haben uns selber durch die Niederlage zu Hause gegen Podravka, die unnötig war, selbst verschuldet, wie ich schon gesagt habe, in eine Drucksituation gebracht, und Krim ist eine Mannschaft, auf die man enorm aufpassen muss. Sie haben mit einer Tamara Mausar eine enorm schnelle Linksaußen, die sehr, sehr gefährlich ist. Mit einer Stanko, eine Mittelspielerin, die mir unfassbar gut gefällt, eine Spielerin, die sich sehr, sehr gut entwickelt hat. Und in erster Linie, was bei ihnen so gefährlich ist, ist diese offensive 3-3-Abwehr, die sie sehr, sehr gerne spielen. Eine Abwehr, die sehr weit raustritt, die den Rückraum aus dem Spiel nimmt, die das Ziel hat, auf Ballgewinne zu gehen, technische Fehler provozieren der gegnerischen Mannschaft. Das ist eine Abwehr, die wir erstmal lösen müssen. Und dazu haben wir nur eine Trainingseinheit und eine Videoeinheit, um das dann auch entsprechend einzustellen. Aber gerade darum kommt mir natürlich das 7 gegen 6, das wir jetzt in Oldenburg zu Genüge üben konnten, auch sehr zum Vorteil, weil das ja ein Mittel ist gegen so eine offensive Deckung. Wie schon gesagt, wir wissen, dass wir uns selber jetzt unter Zugzwang gebracht haben, und wir fahren jetzt mit dem Selbstbewusstsein, das wir aus Oldenburg mitbringen, nach Ljubljana, haben auch die Fehler von Podravka sehr intensiv analysiert, sehr viel gesprochen auch drüber, weil die Trainingszeiten hast du momentan nicht, so viele Einheiten, um noch groß rückwirkend da noch mal auf Fehler einzugehen. Wir wissen, dass wir die internationale Härte annehmen müssen, diese Aggressivität auf internationalem Parkett, die darf man nicht unterschätzen, und egal wie viel du drüber redest. Ich habe es ja schon gesagt, wir haben 7 Spielerinnen, die noch nie in der Champions League gespielt haben. Diese Erfahrungen, die du da auf dem Feld machst, die kann man durch nichts ersetzen. Und diese Unerfahrenheit, die müssen wir so schnell wie möglich ablegen, am besten schon gleich am Wochenende, sonst wird das natürlich schwierig. Ich will aber auch da, das habe ich immer wieder gesagt, in der Champions League auf die Mannschaft keine Drucksituation aufbauen, auch wenn wir sie uns automatisch dann machen, wenn wir davon sprechen, dass wir dort gewinnen müssen. Aber es war klar, dass in dieser Gruppe diese drei Mannschaften, Krim, wir und Podravka, auf Augenhöhe agieren. Natürlich besteht für uns oder bestand, ich verwende jetzt bewusst die Vergangenheitsform, eine gute Gelegenheit, da auf den zweiten Platz zu erreichen. Da haben wir uns momentan ein paar Steine, ja schon fast Felsbrocken, selber in den Weg geworfen. Und jetzt müssen wir sehen, wie wir die am Wochenende aus dem Weg räumen können, ob wir die Kraft haben, den Brocken zu heben und ihn nach hinten wegzuwerfen. Wie schon gesagt, ich bin glücklich über die Art und Weise, wie wir gestern gespielt haben, und ich denke, dass wir jetzt selbstbewusst nach Ljubljana fahren. Fährt Jana Krause eigentlich auch mit? Oder? Ja, Jana Krause fährt mit. Jana Krause kann natürlich unter der Woche nicht mitkommen nach Oldenburg, weil sie ja beruflich eingespannt ist. Sie war aber gedanklich bei der Mannschaft, hat auch mit der Mannschaft geschrieben. Das Gleiche gilt übrigens, da haben wir uns sehr gefreut, für Anne Hubinger, Beate Schäftknecht und auch Nina Schild, die in dem Bewusstsein, dass es ein schweres Auswärtsspiel in Oldenburg wird, uns da auch nochmal geschrieben haben. Und da sieht man, dass die Mannschaft da gut zusammenhält. Jana wird dabei sein, und Jana wird auch ihre Spielanteile kriegen. Die haben auch verloren, Krim, also in Győr. Ist das der Stärke Győr zuzuschreiben in erster Linie? Oder sind sie, das ist eine junge Mannschaft, Jana, sind sie noch nicht so weit, dass sie da so untergegangen sind? Es ist eine ähnliche Situation wie bei uns. Mit der Leistung, die wir am Wochenende gegen Podravka gehabt haben, verlierst du zu Hause genauso hoch gegen Győr. Győr ist eine Mannschaft, die haben auf jeder Position vielleicht die drei besten Spielerinnen der Welt, und das positionsübergreifend. Und dieses Ergebnis hat mich nicht wirklich überrascht. Sie haben in der Anfangsphase lang mitgehalten. Győr kann natürlich dann durch
die Erfahrenheit, die Qualität, die sie da haben, auch so eine offensive Deckung sehr, sehr gut lösen. Das Ergebnis ist nicht überraschend. In dieser Gruppe kann das jeder Mannschaft gegen Jörg passieren, dass sie so hoch verlieren. Natürlich müssen wir da präventiv arbeiten und schauen, dass wir das besser machen. Aber im Endeffekt, ich sage es nochmal, diese drei Mannschaften sind auf Augenhöhe und es wird sicherlich in dieser Dreierkonstellation, auch wir dann auswärts in Podravka, in Krim, auch zu Hause gegen Krim, wird es enge Spiele geben. Und da musst du auch diese Champions-League-Erfahrenheit haben und diesen Mut, solche Spiele dann für dich zu entscheiden. Aber dieses Ergebnis ist im Rahmen. Diese internationale Härte annehmen, wie kann das gelingen? Ich sag mal, ihr habt dann danach drüber gesprochen, eine Woche später ist plötzlich umsetzen, so einfach ist es ja nicht halt. Ne? Nein, so einfach ist es nicht. Ich habe immer wieder betont, dass diese Unerfahrenheit, die wir da haben, die kannst du nur auf dem Platz selber abstellen. Dieses Spiel gegen Podravka trotz der Niederlage wird uns weiterbringen, weil wir da gespürt haben, wie weit diese Aggressivitätsgrenze nach oben verschoben wird auf internationalem Parkett, bevor du überhaupt mal einen Foul kriegst oder vielleicht auch eine 7-Meter-Entscheidung dann. Aber das musst du am eigenen Leib erfahren. Ich erwähne immer wieder, in unserem ersten Champions League-Jahr hatten wir eine gute Mannschaft und trotzdem haben wir da kein einziges Spiel gewonnen, weil wir eben diese Erfahrung nicht hatten. Das ist im Handball eine Geschichte, die musst du am eigenen Leib erfahren. Die Wetter lag in der fünften Minute schon zum zweiten Mal verletzt am Boden. Das ist ja kein Zufall. Das haben die bewusst, das hat auch der Trainer nachher bestätigt. Sie haben unser Spiel gegen Buxte beobachtet und hatten richtig Angst und Respekt vor uns, weil wir da sehr, sehr gut gespielt haben. Sie haben gesagt, sie haben nur eine Chance. Sie müssen die Keule auspacken. Und sie gehen bewusst auch dahin, dass sie Zeitstrafen in Kauf nehmen, aber sie wollten uns diesen spielerischen Elan, diesen Zahn ziehen, auch bedingt durch die jungen Rückraumspielerinnen, die wir da haben. Eine Wetter, die ich sehr, sehr aggressiv angehe. Die Jungen haben noch nicht die Erfahrung und so. Wie gesagt, das muss man auf dem Feld lernen. Da kann man tausendmal drüber reden. Und ihr könnt mir alle glauben, wir haben das tausendmal getan. Wir wollten genauso aggressiv die Russinin auf der Mitte, diese Chigirinova, die wirklich ein hervorragendes Spiel gemacht hat, uns gerade in der Anfangsphase gleich 4 eingeschenkt hat, die wollten wir genauso aus dem Spiel nehmen. Aber das sind Dinge, die musst du erstmal auf dem Platz erfahren. Das heißt, man braucht auch ein bisschen Geduld. Ja, das ist das, was ich schon vor der Saison gesagt habe. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass wir momentan so in der Bundesliga marschieren. Wir haben mit diesen 7 Leuten eben einen Umbruch und gerade was die Champions League betrifft, brauchen wir natürlich Geduld. Ich weiß, dass wir Qualität haben, ich weiß, dass wir es immer noch im Kreuz haben, auch diesen zweiten Tabellenplatz zu holen. Du musst ja nur die restlichen 3 Spiele gegen die direkten Konkurrenten da auch gewinnen, was schwer genug wird, aber Geduld, ja, unbedingt. Man muss diesen jungen Menschen die Zeit geben, überhaupt die Leute kennenzulernen in der Champions League. Wenn ich zum 10. Mal gegen jemanden in der Bundesliga spiele, dann weiß ich die Abläufe, dann weiß ich, was ist dem sein Haken, was sind dem seine Stärken und dann kann ich das leichter lösen. Wenn ich zum ersten Mal gegen diese Chigirinova da spiele, dann muss ich das erstmal wirklich auf dem Feld sehen, wie bewegt sie sich, was sind die Elemente, die ich dann für mich lösen kann. Und diese Erfahrung, die muss man machen, das geht nicht anders. Du hast jetzt im Oldenburg-Spiel den 7-6 Überzahlspiel ja genannt, was dann, glaube ich, ab dem 9-9, glaube ich, umgesetzt worden ist auf den Positionen. Was hat dir da ganz gut gefallen? Bölker hat 11 Tore gemacht, auch in der Abwehr gerackert. Die Christi Zimmermann ist eingewechselt worden, hat sich gesteigert. Ja, waren das so Lichtblick oder wichtige Ja, Punkte? Ganz klar. Wenn man die Leistung von Emmy vergleicht vom Samstag und von gestern Abend, dann war das definitiv ein Riesenschritt nach vorne. Aber diesen Mut in der Bundesliga, diese 1-gegen-1 Aktionen zu nehmen, diese Rückraumwürfe, die wir ja brauchen, die muss man erstmal in der Champions League sich auch erarbeiten. Und von daher, denke ich, haben wir gerade das 7-gegen-6 sehr, sehr gut ausgespielt. Christi steht bereit, das wussten wir. Anker hat da jetzt in den letzten Spielen eine gute Leistung gebracht, hat darum auch angefangen. Wir haben sie diesmal sehr, sehr früh gewechselt, weil die ersten Bälle ihr da durchgerutscht sind. Da waren noch 2 dabei, die wir so ein bisschen abgesprochen hatten, die sie dann doch nicht bekommen hat. Das passiert, das ist auch gar kein Problem. Und Christi hat ihre Sache gut gemacht. Mit Jana kommt jetzt nochmal eine zusätzliche dazu. Mal schauen, wen wir da am Wochenende erstmal reinschmeißen. Von daher bin ich da ganz gute Dinge, wobei wir gerade auf dieser Position im Zusammenspiel mit der Abwehr
was das Blockverhalten betrifft, was das richtige Raustreten betrifft, was die Übergabe, Übernahme von Annahme und Übergabe von Spielerinnen betrifft. Da müssen wir schon noch abstimmen, damit auch gerade dieses Zusammenspiel mit dem Torhüter, dass auch mal ein geblockter Ball da ist und der Torhüter sich dann wirklich auch auf eine bestimmte Ecke konzentrieren kann. Da, auch da brauchen wir noch Zeit. Aber im Endeffekt bin ich ganz froh, dass Christi jetzt da so lange gespielt hat. Und wie ich schon erwähnt habe, ich bin auch froh, dass alle Spielerinnen ihre Einsatzzeiten bekommen haben. Auf dem Parkett hat man ja gesehen, die Antwort der Mannschaft. Das heißt, die haben auch diese widrigen Umstände gestern ganz gut gemeistert, weil der Bus war auch nicht so ausgestattet, wie ihr das gewohnt seid. Das ist ja bei so langen Auswärtsfahrten auch wichtig, auch wenn es als eine vielleicht Nebensächlichkeit erscheint. Aber das habt ihr dann auch... Mit welchem Bus seid ihr denn heimgefahren? Mit dem gleichen Linienbus. Und das war natürlich schon für Schlafen war das natürlich ganz, ganz schlecht. Also ja. Ich merke das selber an meinem Kreuz. Darum bin ich dann, obwohl wir um 5 Uhr in der Früh schon erst da waren, um 9 Uhr auch wieder ins Reha gekommen, um bestimmte Übungen auch zu machen, weil morgen kommt die nächste weite Fahrt. Und diese, mit diesen widrigen Umständen ist die Mannschaft fantastisch umgegangen. Das war für uns jetzt auch in diesem 9. Jahr zum ersten Mal so ein Erlebnis. Muss ich nicht wiederholen. Aber wir haben dann noch im Bus die Besprechung gemacht, haben klar gesagt, gerade wenn die Hektik am größten ist, gerade wenn der Stress am höchsten ist, dann erst recht die Ruhe bewahren, anständig warm machen und dann in das Spiel gehen und von der ersten Minute sehr, sehr konzentriert sein. Weil Oldenburg hatte, glaube ich, die gleiche Situation vor 2 Jahren, als sie in Metzingen zu spät gekommen sind und da stand es, glaube ich, 1:10. Also der Start war dann so, dass das Spiel nach 10 Minuten vorbei war. Und dieses Beispiel von Oldenburg selber habe ich den Mädels dann noch im Bus vor Augen geführt und gesagt, hey, anständig warm machen, ich bin mir sicher. Und ein Dank auch an die spielleitende Stelle, ein Dank auch an Oldenburg, dass sie uns die Zeit gegeben haben, sich da warm zu machen. Ich denke, das ist nur kollegial und das muss so sein. Die Sportler sollen sich nicht verletzen, sondern wir wollen einen optimalen sportlichen Wettbewerb. Und das war gewährleistet. Ich fand auch die Schiedsrichter sehr angenehm, sehr gut in ihrer Leistung. Auch die haben mit der nötigen Gelassenheit, die wollen ja auch nach Hause, die müssen wahrscheinlich heute auch in die Arbeit und die haben das sehr, sehr souverän gemacht. Darum auch ein Kompliment an die beiden Schiedsrichter und an alle, die da auch Verständnis gezeigt haben dafür, dass diese widrigen Umstände da manchmal auftreten. Die erste Hürde war ja in Bad Langensalza hier in Thüringen. Also ihr seid schon 1 Stunde oder 2 Stunden später los? Oder wie? Eineinhalb. Okay. Eineinhalb. Das war schon die erste Hürde, ja. Dann haben wir erstmal groß geguckt, dann hast du keine Toilette im Bus und dann musst auch nochmal 2 Mal stehen bleiben, mindestens, das kennt man ja, und dann alle schnell rausstürzen, war fast schon wie ein Warmmachen, Sprint und wieder reinsprinten, weil du ja gesehen hast, wir hängen hinterher und es war interessant. Aber es war eigentlich alles schlecht gestern Abend, ihr habt gewonnen und es gab fast im DHB-Pokal ein Traumlos, es ist ein Auswärtsspiel, was überschaubar ist von der Reise und ein Gegner, den ihr schlagen müsst. Genau so ist es. Es hat sich dann, die widrigen Umstände im Umfeld haben sich dann zu einem sportlichen Pluspunkt entwickelt. Ich bin gerade in die Halle gekommen, da war schon mehr als die Hälfte der Lose gezogen. Ich habe nur hochgeguckt, sah Metzingen weg, ich sah Bietigheim weg, ist gerade Dortmund gezogen worden, dem sind wir auch nicht zugeordnet worden. Und plötzlich habe ich gesehen, es sind nur noch 4 Mannschaften, dann sind wir gezogen worden und Berlin ist das optimale Los. Das ist von der Fahrerei etwas, was man bewerkstelligen kann und ist sportlich nicht nur lösbar, sondern eine Aufgabe, die wir machen müssen. Das ist gar keine Frage, bei allem Respekt vor jeder Mannschaft. Und da habe ich den größten Respekt. Ich freue mich auch, weil wir gerade mit Britta Lorenz da ein sehr gutes Verhältnis haben, der Managerin von Berlin. Und mal schauen, was da jetzt noch kommt. Aber im Endeffekt ist das, wie du erwähnt hast, eigentlich ein optimales Los. Und Berlin hat einen ganz jungen portugiesischen Trainer. Kennst du den eigentlich? Ich kenne ihn nicht, aber wir werden uns sicherlich austauschen. Ja, und ich bin gespannt drauf. Ich meine, die Damenmannschaft wird natürlich auch unter der Übermacht der Männermannschaft leiden müssen. Ich habe nur gelesen, ich glaube, sie hatten im letzten Heimspiel auch nur 56 Zuschauer. Also von daher wird der Damenhandball dort nicht unbedingt angenommen, sondern hat dort eher schwierigere Zeiten. Ich fand es ja toll, dass die Hauptstadt dann auch eine Erstligamannschaft hatte. Leider war das jetzt dann doch nicht so von langer Dauer. Aber im Endeffekt wird dort sicherlich der Fokus auf die Männer gelegt und dafür muss man vielleicht Verständnis haben. Aber die Mädels freuen sich in Berlin. Ich habe auf Facebook gesehen, also das ist für sie ein Hammerlos, dass sie den deutschen Meister kriegen. Also die freuen sich zumindest, die Berliner Handballerin. Ja, das ist schön. Das ist schön. Wir hatten auch zu denen immer ein gutes Verhältnis. Dort haben ja auch Spielerinnen gespielt, wie eine Sabrina Neuendorf und andere, die in der Bundesliga, die wir auch von Frankfurt-Oder-Zeiten noch kannten. Christina Bayer nicht vergessen.
zu denen man lange gute Kontakte hatte. Anna Blöton hat, glaube ich, sogar mal in beim THC gespielt. Mhm. Also von daher, da gab es immer ein gutes Verhältnis und wir freuen uns auf dieses Zusammentreffen. Vielleicht noch ein Wort voraus, Mittwoch zu Blomberg, weil wir sehen uns ja vorher nicht nochmal. Wir müssen ja eine Pressemitteilung machen. Ja, man sieht sich schnell wieder. Das hat man mit Oldenburg gemerkt, Supercup-Punktspiel, dann jetzt Pokal-Punktspiel, das geht sehr, sehr schnell. Und ich würde das Spiel in Blomberg als äußerst schwierig einschätzen. Man weiß, Blomberg hat zwar gestern unglücklich verloren, mit einem Tor in den letzten Sekunden da in Buxte. Und Blomberg hat eine sehr, sehr junge, starke Mannschaft, wo es heißt, körperlich präsent zu sein, gerade diese Erfahrungen, was das nötige Abwehrverhalten auch in der Champions League betrifft, da auch umzumünzen. Das wird alles andere als ein Selbstläufer. Das ist eine Geschichte, die du erstmal meistern musst. Das ist ein sehr, sehr schweres Auswärtsspiel. Wir müssen da sicherlich auf die schnellen Konter über Franziska Müller achten. Wir müssen aber auch auf die Spielintelligenz einer Silje Brons-Petersen achten, die mit ihren Hüftwürfen immer für Gefahr sorgt, aber auch bei den Rückraumspielerinnen, die gut aus dem Rückraum werfen können und mit Ruffier, eine Kreisläuferin, auch Mikkelsen jetzt, die sich sehr entwickelt hat in Blomberg, wo man immer wieder auch den Fokus auf gute Kreisanspiele legen muss. Anna Mons, finde ich, macht bisher nach einer überragenden Vorbereitung auch eine sehr, sehr gute Saison. Da muss man gut werfen. Das wird gerade nach dem schweren Auswärtsspiel in der Champions League nochmal eine Mammutaufgabe. Aber ich denke, du darfst dir in der Bundesliga keine Blöße geben. Wir müssen auch dorthin fahren mit der Prämisse, ganz klar, irgendwie die zwei Punkte trotz der englischen Wochen nach Hause zu bringen. Ja, dann sage ich danke, okay, und Daumen halten für das erste Auswärtsspiel in der Champions League.